Hallo liebe Landtechnikfreunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Schleppertest-Video. Ihr habt gesehen, eigentlich sind wir einsatzbereit, aber der Regen macht uns einen Strich durch die Rechnung. Dann kann ich euch aber schon mal ein paar Details von dem neuen 8R410i Autopower zeigen. Die gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wie ich schon sagte, das Topmodell 8R410 gab es bislang ja nur mit dem PowerShift-Getriebe E23. Und seit neuestem auch stufenlos mit dem e-Autopower. Das ist das Getriebe, wo die Leistungsverzweigung mechanisch und elektrisch ist, wo der hydrostatische Anteil quasi durch eine Elektrokomponente ersetzt worden ist. Und das Getriebe gibt es für die zwei großen Modelle, 8R370 und 8R410. Und das Topmodell haben wir jetzt diesmal im Test und da sind wir sehr gespannt auf die Werte der DLG und natürlich auf den praktischen Einsatz. Eine weitere Besonderheit, die unser 8R hat, ist das neue CTIS Central Tire Inflation System, also eine Reifendruckverstellanlage, die integriert bei John Deere in den USA schon angebaut wird. Da gibt es auch einen flüssigkeitsgekühlten Doppelkompressor, der unter der Haube sitzt und eben eine Einleitungsanlage, die zu allen vier Reifen geht mit einem Drehüberträger und eben ein Ventil, was schaltet, sodass die Anlage auch drucklos ist, während man arbeitet und nur mit Druck beaufschlagt wird, wenn entsprechend das Ventil geöffnet oder geschlossen werden muss, um Luft zu befüllen bzw. Luft abzulassen. Reifendruckregelanlage ist das eine, den Anschluss hier hinten seht ihr auch. Ballastierung ist das andere. Wir haben diesen Schlepper jetzt hier ziemlich bis an die Zähne aufballastiert. Hinten im Heck außen 900 Kilo, innen 600 Kilo. Das Ganze zweimal sind dann schon mal 3 Tonnen. Vorne haben wir nochmal 1800 eingehängt, sodass wir, so wie der Schlepper hier jetzt steht, schon ein Gesamtgewicht von 20 Tonnen haben. Und da kommen wir an den Punkt, wo regulär das zulässige Gesamtgewicht von 18 Tonnen natürlich weit überschritten ist und man da dann nur entsprechend mit einer Ausnahmegenehmigung auf die 20 Tonnen kommen kann, laut John Deere, sodass das dann gerade funktionieren kann, aber wir dürfen ja eigentlich die Stützlast vom Anbaugerät nicht vergessen, die kommt natürlich auch noch on top. Wir sind jetzt nochmal hier hinten zum Heck gegangen, weil äußerlich unterscheiden kann man PowerShift und e-Autopower so auf den ersten Blick ja nicht, aber im Heck, wenn man die Steckdose bestellt, dann hat man hier hinten diese orange Dose, bei der man bis zu 100 kW extern für ein Anbaugerät zum Beispiel abnehmen könnte. Da gibt es im Moment hier in Europa ja die Lösung mit Josh Kerr zusammen mit der Antriebsachse. In den USA gibt es von Sputnik einen Kartoffelroder, wo Sortierbänder elektrisch angetrieben sind. Und ansonsten wüsste ich jetzt noch keinen Einsatz. Wir haben hier leider auch keine Möglichkeit, das zu nutzen. Aber wir sind ja auch gespannt, wie das Getriebe performt bei der schweren Zuckerweit. Dafür haben wir hier den Grover angespannt. Wir sind jetzt noch mal kurz in die Kabine gegangen, um uns die Neuerungen hier anzusehen. Da ist zum einen das neue Ahorn-Display, das John Deere jetzt bei allen 7, 8R Traktoren verbaut. Und natürlich das neue Gen 5 Display, wo wir eben auch die eben angesprochene Reifendruckverstellanlage als Menü haben und entsprechend vorwählen können den Ackerdruck und den Straßendruck und das dann auch wechseln durch einen Knopfdruck. Eine Besonderheit für das Topmodell 8R410 ist diese Armlehne. Die gab es ja bislang für diesen Schlepper nicht, da er nur ein Schaltgetriebe hatte. Jetzt mit dem stufenlosen Getriebe gibt es auch Command Pro mit dem Multifunktionsgriff. Und den haben sicherlich da ja auch viele vermisst in der Liga. Und jetzt ist sie auch beim Topmodell verfügbar. Und natürlich hat John Deere auch an den Fahrerkomfort gedacht. Alles dazu findet ihr hier unter dieser Armlehne. Da gibt es nämlich die Massagefunktion und ähnliche Dinge, wie man es beim X9 Mähdrescher schon gesehen hat. Und somit kommt der Fahrer natürlich auch nicht zu kurz. Kann den Sitz schön weit drehen, hat hier entsprechend die Fußrasten und dann kann es losgehen, wenn denn endlich die Sonne rauskäme. Und tatsächlich kam nach langem Hin und Her endlich die Sonne raus und der Hirsch konnte in seiner vollen Pracht auf die Lichtung treten. Zusammen mit dem 5,70 Meter breiten Köckerling Vector haben wir dann Flächen rund 25 cm tief gegrubbert und so für die Maisaussaat vorbereitet. Und genau hier ist der Hirsch ja auch voll in seinem Element. Schwere und schwerste Zugarbeiten meistert der 8R410 dabei mit seinem stufenlosen E-Auto-Power-Getriebe problemlos.
entsprechend brachten auch die Zugleistungsmessungen des DLG-Testzentrums genauso Topwerte wie die Verbrauchsmessungen. Beim praxisnahen Powermix-Test überzeugte der Hirsch dann auch in sämtlichen Ackerdisziplinen. Die Verbräuche lagen zwischen 8 und fast 20% unter dem Durchschnitt aller bisher getesteten Traktoren. Lediglich beim Transport auf der Straße kam der 8R nicht ganz so gut weg. Aber da gehört der Bolide auch nicht wirklich hin. Wenn Sie alle Messergebnisse sowie die Details unseres Tests und natürlich auch die Preise für den 8R 410 wissen möchten, lesen Sie den aktuellen Schleppertest in der August-Ausgabe von Profi. Am besten gleich hier noch ein günstiges Mini-Abo bestellen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal.